Moin Leute, heute ist der dritte. Ich bin wieder mit dem Hegen unterwegs, wollte eigentlich für die Pferde ein bisschen Futter holen. Und auf einmal, ich wollte gerade den Berg hochfahren. Ich dachte, ich hole jetzt einfach schnell die Kamera raus. Auf einmal bremsen die Anhänger. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Angehalten, geguckt, keine Luft mehr hinten dran gehabt. Und dann kann das eigentlich nur eine Sache heißen. Und das ist es auch. Und der Keilriemen ist gerissen. Junge, das geht mir so auf den Sack gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Da sieht man noch ein bisschen die Überreste. Hier. Ah, der hängt doch auch schon irgendwo drin. Na, Fokus. Ja, Fokus nicht. Warum fokusst du nicht? Jetzt. Irgendwo hat er sich hier richtig schön. Ah, gefährlich hier sowas. Dass es keine Folgeschäden gibt. Oh. Das ist alles eng hier. Jetzt komme ich auch nicht weiter. Mal gucken, ob ich den hier unten irgendwie. Ah, ich lege euch mal kurz beiseite. So. Das ist der Rest vom Schützenfest. Jetzt halt die Frage, das geht hier unten ja viel weiter. Der Lüfter ist auf jeden Fall noch dran. Ich glaube, ich würde so weit weiterfahren, wie er nicht warm wird. Das ist, glaube ich, nur der Luftkompressor, der hier jetzt nicht dran ist. Dann kann ich wenigstens die Tour noch zu Ende fahren, weil ich auf halbem Weg hier gerade bin, ne? Muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren, wegen der Bremse halt. Aber was will man machen, ne? Ich sehe auch richtig abgefuckt aus, glaube ich. Jetzt engt hier noch. Vielleicht kriege ich das ein bisschen auch noch. Also, hatte ich bei unserem alten Maxim auch schon öfter. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Also klar, irgendwann werden die alt, aber die sind ja nicht alt. Die sehen ja auch noch gut aus. Ich verstehe nicht, wie das wieder bei einer neuen Maschine sein kann. Naja, ich fummel hier den Rest nochmal kurz raus und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ich habe den Kram jetzt rausgefummelt. Ich meine, das ist wirklich nur der für dieses Luftding. Mein Gott. Für den Kompressor. Deswegen werde ich jetzt weiterfahren. Mal gucken. Jetzt habe ich wenigstens ein Thumbnail und einen Titel fürs Video. Clickbait, hä? Naja, ich mache mal weiter. So, ich bin angekommen. Ich hänge jetzt ab. Das sind die Beine, die ich abholen wollte. Hat geklappt. Man merkt nur wirklich, die Anhänger, die schieben aber mal so richtig, ne? Ich dachte, selbst wenn die leer sind, dann geht das irgendwie, aber man musste aufpassen, keine Frage. Die Anhänger wiegen 12 Tonnen mit dem breiten Reifen, das hat man gemerkt. Naja, jetzt hatte mein Vater die grandiose Idee, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich fahre jetzt einfach schnell zu Marga Wedemeyer. Die sind ja hier in der Gegend. Ich bin ja relativ weit von zu Hause weg, 30 Kilometer. Und jetzt nochmal 9 Kilometer, klar, wieder in die andere Richtung. Aber ich hänge jetzt noch schnell ab, dann fahre ich dahin, dann sollen die mir einen neuen Keilriemen drauf zirgeln und dann kann ich nochmal mit denen sprechen. Die Leute von TikTok wissen warum. Und ja, dann geht's weiter im Text. Ich halte euch auf dem Laufenden.
So, das Scheibenwischerproblem ist jetzt auch erstmal behoben. Keilriemen ist neuer drauf. Ich könnte noch mal Trecker gucken, schnell. Viel steht hier nicht. Na ja, klar, und hier. Also Keilriemen ist neu drauf, das klappt wieder. Warum er gerissen ist, keine Ahnung. Bremsflüssigkeit bzw. Öl ist es ja mittlerweile, ist auch nachgekippt. Ich habe ja auch so ein, das kann nicht viel, was hier rauf muss irgendwie. Seht ihr es? Fiel es nicht raus. Naja. Dann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheibenwischer, Keilriemen. Scheibenwischer war wohl nur eine Schraube locker, das war wohl gar nicht schlimmer, muss ich auch erstmal wissen. Ich bin ja auch kein Mechaniker. Ja, und dann haben wir über die anderen Probleme gesprochen. Er meinte, dass es vom Hebel der Heckhydraulik nicht klappt, weswegen er die Drehmaschine nicht hebt, weil ich den ins vorderste vom Trecker aus Loch habe. Kann ich euch mal zeigen. Und die ganzen anderen Probleme, die der Trecker hat, die wollen wir auch nächste Woche beheben. Ich rufe ihn Montag an und dann machen wir einen Termin für diese Woche dann auch, also für die kommende, dass das wieder tutti ist. Und dann hoffen wir, dass der Scheiß auch mal läuft hier mit der Karre. Ne? Erstmal weiter am Text, ich lade jetzt vielleicht die Beine auf. Ihr seid auf dem Laufenden und ja, sehen wir uns. Dann sehen wir uns wieder. Nach geschlagenen 4 Stunden bin ich angekommen endlich. Es ist ja so zum Kotzen gewesen, ey. So kriegt man einen Tag auch rum, ne? Ich habe aber dafür anders gepackt. Ich habe jetzt 20 Beine mitbekommen, also 2x10. Ging ganz gut. Ein bisschen gequetscht, aber ich glaube, das passt. Hier hinten habe ich extra nur ein Bein gelassen, um noch so ein bisschen Rangierplatz zu haben. Das ist schon gut so. Naja, ich hänge jetzt ab, lad ab und der Hund freut sich gerade auch, dass er wieder raus kann. Muss auch ganz dringend pinkeln. Und der andere Hund zeige ich euch jetzt auch noch mal. Was ist los, Kleiner? Ja. Glaubt ihr, das Zeigen mit dem Finger? Bescheuert. So, guck, spiegelverkehrt. Ja. Naja. Ich denke, also Stand jetzt, ich lade hier ab, bringe ein paar Beine davon gleich weg zu Offenstellen und so. Die warten schon seit geraumer Zeit. Dann werde ich noch Wasser machen, ein bisschen für die Viecher, meine Schweine füttern und ja, das war's. Heute Abend wieder Training. Deswegen wird es kein langer Tag und ich fahre definitiv keine zweite Tour. Ich denke, sonst wird es ja nicht so lange dauern. Jetzt mit diesem Keilriemen, das hat natürlich sich ganz schön gestreckt, da extra noch nach Charell zu fahren. Naja. Nee, morgen habe ich dann den Finalkampf und am Mittwoch wisst ihr dann, ob ich dann der niedersächsische Verbandsmeister geworden bin, also der HBL-Meister. Oder eben nicht. Na gut, ich wünsche euch was. Gerne wieder liken, kommentieren, abonnieren. Ich freue mich natürlich mega. So viel coole, positive Resonanz. Klasse, ihr seid der Hammer. Naja, ihr könnt ja gerne reinschreiben, ob ihr jetzt sowas aussehen wollt, wenn ich jetzt zum Beispiel ablade. Ich meine, das wird ein bisschen dauern, entweder ob ich mal wieder einen Zeitraffer davon oder sowas machen soll oder irgendwie so euch dabei halt so ganz stumpf mal mitnehmen soll. Schreibt das mal unten rein. Oder ob ihr sagt, nee, passt schon so von der Aufteilung her, immer mal so ein bisschen Action zeigen, ein bisschen sagen, worüber man gemacht hat, dass man halt kein 40-Minuten-Video am Ende hat. Schreibt mal gerne rein, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sowas, ne? Bis dahin.